Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und heute schauen wir uns gemeinsam zwei Urzeit-Säugetiere für das Spiel an. Und das erste ist dieses hier. Das ist das Paraceratherium. Kennt man ja sehr gut von Ark. Da kann man ja bei Ark sogar so eine Base, glaube ich, drauf bauen. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal eine ähnliche Mod hatten. Wenn nicht sogar diese Mod. Kann sehr, sehr gut sein. Weil irgendwie kommt mir die ein bisschen bekannt vor. Aber es gibt die mittlerweile auch als neue Spezies. Das heißt, die überschreibt keine der bereits vorhandenen Dinosaurier. Optisch gefällt die mir richtig gut. Animationstechnisch sieht das auch gut aus. Bis natürlich auf diesen ja, leicht verkümmerten Schweif. Der bewegt sich natürlich dann nicht. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich vermute aber mal, dass der das Skelett von dem Camara oder sowas benutzt. Weil vom Größenverhältnis kommt es ja schon sehr nah an Camarasaurus ran. Frisst hier auch logischerweise am Sauropodenfutterspender. Der Skin, der gefällt mir auch sehr gut, weil das einfach nur dieser Standard-Skin ist. In diesem, ja, Grauton, sage ich jetzt mal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schon mal hatten. Ich kann mich hier noch daran erinnern, dass das ein bisschen komisch aussah am Hals. Ich glaube, die hatten wir uns wirklich schon mal angeguckt, die Mod. Man kommt auch schon ganz durcheinander. Ich mache mal kurz ein Stoppbild und dann gucken wir nochmal. Sieht schon sehr gut aus. Auf diesen Hals, der ist ein bisschen... Wenn es sich bewegt, kann das manchmal ein bisschen komisch aussehen, weil das schon sehr faltig ist. Und natürlich bis auf diesen verkümmerten Schweif. Ansonsten ist das schon wirklich 1A. Die Sounds sind gut, die Animationen sind gut. Aber das ist halt alles das vom Camara. Deswegen ändert sich da auch nicht viel. Aber das sieht schon sehr cool aus, wie der hier auch frisst und sowas. Und natürlich gibt es dafür auch ein eigenes Bild. Paraceratherium mit eigenem Bild. Das hatten wir auf jeden Fall vorher noch nicht. Ich kann jetzt ja auch mal einen anderen Skin auswählen. Mal schauen, ob die auch ein bisschen anders aussehen. Nehmen wir mal Dschungelmuster. Oh ja, so ein bisschen unterscheidet er sich. Das ist ja cool. Der hat jetzt hier oben so ein bisschen dunkelgrau. Ich schaue mal aus der Ansicht raus. Ja, der sieht cool aus. Also die Mod scheint nicht so bunte und farbenfrohe Skins zu haben. Finde ich aber auch gar nicht so verkehrt. Weil sowas sieht halt viel natürlicher aus. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Einen machen wir noch, würde ich sagen. Einer geht noch. Nämlich das Wüstenmuster. Mal gucken, ob das vielleicht ein bisschen heller ist. Das ist meistens der Fall. Ja, der unterscheidet sich auch so von der Farbe ein bisschen. Hat oben jetzt auch dieses Dunkle. Aber hier ist das jetzt sogar schon so ein bisschen, ja, gelblich, so ganz leicht grün. Vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ihr seht es ja. Das ist schon cool. Also solche der natürlichen Skins gefallen mir auch immer richtig gut. Jetzt könnt ihr den auch nochmal trinken sehen. Der Schnabel hier vorne ist auch interessant. Diese spitze Schnauze. Ich weiß gar nicht, ob das Paraceratherium das bei Ark auch hat.
Das sieht schon alles sehr schön aus. Und was machen sie jetzt? Kommunizieren die oder? Nee. Die haben nur angetäuscht. Ist jetzt auch egal, Leute. Das war auf jeden Fall ein kleiner Einblick in diese Mod. Ich weiß halt auch nicht, ob wir die schon mal hatten. Aber das ist auf jeden Fall das Paraceratherium. Ist eine sehr, sehr gelungene Mod. Und jetzt schauen wir uns das zweite Säugetier für heute an. Das ist das Megatherium. Kennen wir auch aus Ark. Die hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Das wüsste ich. Das mit den Beinen ist sehr interessant gelöst, kann man schon mal sagen. Aber wenn ihr mal guckt, wie der läuft, auf den Vorderpfoten, so auf der... Auf dem Handrücken läuft er schon quasi. Ja, normalerweise konnte der sich ja auch so ein bisschen aufrichten. Von seinen Hinterläufen. Ich weiß gar nicht, ob er das denn hier auch kann. Könnte natürlich sein, ne? Ich weiß nicht, welches Skelett der benutzt. Wenn er zum Beispiel das von dem Olorotitan oder Parasaurolophus oder so benutzt, kann es ja gut sein, dass er sich auch aufrichten kann mit den Vorderpfoten. Das wäre cool. Vielleicht werden wir es ja gleich noch beobachten. Das Model sieht an sich auch ganz cool aus. Natürlich ist das ein bisschen komisch, dass der hier so auf dem Handrücken läuft, muss man sagen. Und auch das Fell ist ja nicht das Beste. Aber das haben wir ja schon in dieser Art häufig gesehen bei Jurassic World Evolution Mods. Sieht vom Weiten aber auch schon aus wie Fell. Also ist auch nicht das Schlechteste. Wäre halt cool, wenn es mit den Mods irgendwann so weit geht, dass es aussieht wie bei Planet Zoo mit dem Fell. Aber ich weiß gar nicht, ob das machbar ist. Ist auch eine schöne Farbkombination. Den verschiedenen Fellfarben hier. Bin echt gespannt, ob der sich noch aufrichten kann. Das wäre ziemlich cool. Animationstechnisch ist das natürlich hier echt alles nicht optimal. Aber das ist halt auch schwierig, ne? Wenn man ein Tier ins Spiel bringt, was komplett anders ist, so vom Laufen her und vom Skelett. Oh, das Trinken sieht aber richtig gut aus. Geht auch richtig mit der Schnauze ins Wasser. Der Schwanz sieht auch ein bisschen verkümmert aus, muss man sagen. Aber nicht schlecht. Schon ganz cool gemacht. Aber ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Skelett vom Parasaurolophus oder sowas ist. Dafür läuft der irgendwie viel zu langsam. Und das passt auch hier nicht vom Beinabstand. Also ich glaube es nicht. Also wir werden es sehen, ob er sich noch aufrichtet. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Sieht für mich eher so aus wie das Skelett von einem Stego oder einem stegoartigen Dinosaurier. Können wir jetzt mal nochmal gemeinsam einen freilassen. Geht jetzt noch hier zum Futterspender. Sieht irgendwie gerade so aus. Ich glaube, Omnivoren gibt es teilweise auch schon in dem Spiel mittlerweile. Die dann Pflanzen und Fleisch fressen. Aber ist ja auch egal. Wir lassen jetzt mal noch einen frei. Hier habt ihr erstmal das coole Bild. Megatherium. Finde ich ziemlich nice. Oh, es gibt nur einen zweiten Skin noch. Okay. Schade. Einen lassen wir natürlich auch frei. Der ist so ein bisschen dunkler und brauner, so wie es aussieht. Man hat ja mittlerweile auch echt viele Urzeittiere und Säugetiere, die keine Dinosaurier waren. Und damit kann man dann auch mit Sicherheit coole Parks bauen.
Zum Beispiel hat man ja auch schon das Mammut, den Säbelzahntiger, das Vollnashorn, den Terrorbird, dann jetzt das Paraceratherium, das Megatherium. Also durch Mods kommen hier wirklich tolle, tolle Kreaturen ins Spiel. Oh, interessant. Die Animation, habt ihr das gerade gesehen? Ist das die Todesanimation von dem Nigersaurus vielleicht gewesen? Oh, das ist eine gute Frage. Der hat den erst am Bein hinten gepackt und dann am Hals. Könnt ihr aber gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, welche Animation das gerade war und welches Model hier das Megatherium benutzt. Könnt mir vorstellen, dass es der Nigersaurus ist. Oh, ich glaube, jetzt sehen wir es sogar nochmal. Sieht fast so aus, als wenn er hier gerade in der Animation ist. Ja, wir können jetzt ja nochmal drauf achten und uns das gemeinsam angucken. Gute Frage. Ich bin mir da echt unsicher. Aber ihr wisst das bestimmt. Also schreibt es gerne in die Kommentare, welches Model der benutzt. Aber das heißt auch für uns, dass dieser auch nicht zurückkämpfen kann. Aber Blut habt ihr jetzt trotzdem gesehen. Ich weiß, das wollt ihr immer. Das war auf jeden Fall das Megatherium. Eine richtig gelungene Mod. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.